Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Day in my Life. Ich zeige euch also, wie ein Tag bei mir so vergeht und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. In der Woche arbeite ich und ich bin auch gerade in meiner letzten Schulferienwoche, weshalb ich auch keinen Unterricht habe. Und normalerweise vergeht jeder Tag bei mir ungefähr gleich, aber heute gibt es mal eine kleine Abwechslung, weil wir Termine außer Haus haben. Und deshalb dachte ich, nehme ich euch einfach mal ein wenig dabei mit. Das erste, was ich morgens vor dem Arbeiten mache, ist meinen Schreibtisch aufräumen, damit ich ungestört darauf arbeiten kann. Und meine Arbeitszeit beginnt gegen 12 Uhr und endet auch gegen 19 Uhr abends. Aber manchmal fange ich auch schon ein bisschen früher an oder nehme mir die Zeit, so wie ihr es gerade sehen könnt, um ein paar Ideen aufzuschreiben. Und wenn ich damit fertig bin, mache ich auch schon meine To-Do-Liste für den Tag und fange gegen 12 an zu arbeiten. Wie schon erwähnt, habe ich Termine außer Haus. Das heißt, ich werde nicht den ganzen Tag arbeiten, sondern werde den größten Teil am Morgen erledigen und den Rest am Abend, wenn ich wieder nach Hause komme. Und bevor es wirklich losgeht, mache ich mir erstmal einen Kaffee. Und nach dem Mittagessen ging es dann auch schon los, dann sind wir rausgegangen und ich habe euch auch die Umgebung mitgefilmt, einfach, dass ihr ein paar Eindrücke von Istanbul bekommt. Die Termine selbst habe ich nicht mitgefilmt. Und genau, dann waren wir halt ein paar Stunden draußen, sind auch ein bisschen spazieren gegangen, jetzt wo wir in der Umgebung waren und sind danach auch schon wieder nach Hause gefahren. Thank you.
Als letztes habe ich am Abend noch mein iPad von der Reparatur abgeholt und dann sind wir auch wirklich nach Hause gefahren. Zu Hause angekommen, habe ich noch die letzten E-Mails beantwortet, ein paar Kundentelefonate geklärt und auch andere Dinge erledigt und dann war der Tag eigentlich auch schon vorbei. Das war's auch schon. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!